Heute geht es um die Ritter. Nein, nicht um die Ritter. Die richtigen Ritter. Das Wort Ritter hat sich erst im 11. Jahrhundert ausgebildet. Adlige Personen gaben nicht adligen Personen, denen sie vertrauten, Aufgaben. Zum Beispiel Verteidigung der Burg oder Militärdienst. Wenn die adligen Personen zufrieden waren, konnten die Ritter mit Belohnungen rechnen. Zum Beispiel mehr Freiheit und Grundherrschaft zur Bewirtschaftung, damit sie sich Pferde und Rüstung leisten konnten. Kommen wir zu den unabhängigen Rittern. Ritter, die eigene Burgen hatten, dienten keinem fremden Herrn mehr. Doch wenn die Kirche zum Dienst rief, eilten sie schnell herbei, weil Jesus Christus der Einzige war, dem sie noch dienten. Ritter waren Berufssoldaten. Sie dienten entweder ihrem Herrn oder kämpften für ihr eigenes Interesse. Sie legten sehr viel Wert auf ihre militärische Ausbildung, da dies im Notfall ihr Leben retten konnte. Hauptberuflich waren sie Grundherren. Ihre Bauern brachten eine festgelegte Menge an Getreide, Vieh und anderen Lebensmitteln auf die Burg. Im Gegenzug schützten sie sie und halfen im Notfall. Bei Streitigkeiten sind sie oberster Richter und sprachen Strafen aus. Die Ritter lebten gut und hielten sich von körperlicher Arbeit fern. Wer nach niedrigen Vorteilen kämpfte, zum Beispiel Geld, verlor bei seinen Mitmenschen Respekt und Ehre. Dies war gleichgültig mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft. Als letztes kommen wir zu den Turnieren, die der Höhepunkt waren. Hier konnten Ritter ihre Kampfstärke unter Beweis stellen. Im Zweikampf, aber auch in Gruppenkämpfen, zeigte man sein Können mit typischen Waffen. Am Morgen dient man als erstes Gott und hört die Messe. Später kämpfte man. Die Pferde ritten aufeinander zu, die Speere und Schilde stoßen stark aneinander, Pferde und Reiter stürzen. Trotz vieler Verletzungen der Lanzen versuchten sie, den Gegner zu Fall zu bringen. Wenn man dies schafft, erlitt der Gegner große Schmerzen, weil die Pferdehufe auf ihn traten.